Hallo und willkommen zurück. Jetzt geht's Blutdiamanten, okay. Mach ganz kurz. Eine Sache wollte ich noch machen. Ausrüstung anpassen. Die Farbe! Wenn nur die lila Farbe. Nein, nicht Marinetarnung. Wo ist denn die Farbe von der blöden Brille gewesen? Ja, die ist eben nicht bei Brille drin. Wo muss ich dann hin? Lichter, ah! Okay. Bin soweit. Danke fürs Warten. Bernstein. Blutdiamant, wie schön. Mission, bitte starten, danke. Ja. Ich danke mir sie uns alle. Gotta catch them all, Wir haben die Lage Diamantenhorn. vor uns, Grim, hörst du? Bin online. Lagebericht. Okay. Wir sehen die Kimberlit-Verarbeitung. Der ganze Bereich wird streng bewacht. Wie es aussieht, ist da auch eine Scharfschützenstellung. Ihr werdet den Bereich sichern müssen, bevor ihr reingeht. Ob ihr sie tötet, liegt bei euch. Wenn wir rechts lang gehen, machen wir es uns vielleicht etwas einfacher. Gut möglich. Löst auf keinen Fall den Alarm, aus ehe ihr in der Mine seid. Da sind eure restlichen Ziele. Wenn du kündigst, knallen sie dich ab und werfen dich in den Steinbrecher. Was? Man stirbt, wenn man kündigt, auch nicht schlecht. Das kommt vor mit legalen Arbeiten. Was ist mit Kündigungsschutz? Ziel ausgeschaltet. Ist hier draußen sonst noch wer? Ich renne hier so offen rum. Fällt mir nicht. Okay, gut. Aber wo kann ich den jetzt entsorgen? Der hat gerade von einem Knochenbrecher geredet. Wo ist denn der? Ich will den da reinschmeißen. Vielleicht erst drin. Ich habe meinen gut entsorgt. Anscheinend gibt es zwei Wege. Den Steinbrecher hoch oder durch die Tür. Oh, ich kletter hier hoch. Ich denke, das Ding hier ist der Steinbrecher. Das ist ein bisschen sehr groß. Okay, ich schau mal durch die Tür. Hä? Mein Charakter will nicht weiter nach links? Achso, ich soll hier hoch. Bestätigt. Gut, das Gerät, durch das du dich bewegst, zertrümmert das Erz aus der Mine. Pass auf, dass es dich nicht erwischt. Was mache ich dann hier? Der Mineneingang liegt genau auf der anderen Seite davon. Du hast da drin eine bessere Deckung als draußen. Gut zu wissen. Ich hab hier unten einen markiert. Ich hoffe, es hilft. Also, ich fange oben an aufzuräumen. Ich habe oben noch mindestens einen, den ich nicht markieren kann. Ich glaube, es sogar zwei. Naja, passt schon. Oh mein Gott, ich kann eine Kamera werfen. Wie klug von mir. Wenn eine Leiche zu dir runterfällt, wäre das ein Problem gerade? Ich weiß es nicht, weil ich nicht weiß, ob hier unten noch mehr Leute sind als der Typ, der mich fast gesehen hat, Alter. Was zur Hölle? Ich habe wieder extra markiert. Ich weiß nicht, auf einmal hat er angefangen, mich zu sehen. Ziel ausgeschaltet. Leiche ist nicht runtergefallen. Wiederhole, Leiche ist nicht runtergefallen. Okay. Weil er wirklich. Scheiße. Ich wurde gerade, glaube ich, beinahe entdeckt. Nein, nicht dein Scheiß! Jetzt ist das Rest euch auf einmal um! Okay, ich habe meinen noch geschafft. Oh. Der auf einmal so, hä? Wo ich mir so denke, warum? Du dich jetzt umgedreht. Eine Sekunde und ich wäre hinter ihm gewesen. Mei, Dennis. Halb so wild. Ist es auf deiner Seite angenehm oder willst du bei mir hochgehen? Ich fand es oben ganz angenehm. Es sind ein gepanzerter und zwei normale. Ich glaube, mehr waren es nicht. Also, vielleicht sollte man echt oben anfangen. Hier draußen sind es ja nur zwei. Ah, da ist ja ein Sniper. Hat er gut funktioniert. Ah ja, stimmt, den habe ich ja vorhin gleich erschossen. Sorry, ich mach das. Hast du das vorhin gar nicht bemerkt, dass ich den getötet habe? Nein, ich habe nicht bemerkt, dass der da war. Ja, aber sie hat es ja sogar erwähnt. Oder Sam hat es erwähnt. Keine Ahnung, ich höre der Frau nicht so zu. Ich versuch's wenigstens, aber. Ja, ja. Ich möchte auch Leute in den Steinbrecher werfen. Das müssen wir auf jeden Fall finden, wo wir die zermalmen können. Okay, du holst dir den einen, ich hol mir den anderen. Feind neutralisiert. Oh mein Gott, du hast ihn ja noch gar nicht getötet. Ich bin viel zu aggressiv unterwegs gewesen. Ah, aber sehr gut, der steht ja hier. Sehr angenehm.
Ja, er hatte mich kurz gesehen gehabt, deswegen ist er da hingegangen. Aber leider kam er nicht nah genug ran. Den Steinbrecher hoch oder durch die Tür. Und hier oben kann ich Leute reinschmeißen. Ich hoffe doch. Musst rechts lang. Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht. Es sieht links so aus, als wäre es offen. Das Gerät, durch das du dich bewegst, zertrümmert das Erz auf der Mine. Pass auf, dass es dich nicht erwischt. Was mache ich dann hier? Oh, da kannst du weiter? Okay, sehr gut. Du hast da drin eine bessere Deckung als draußen. Nice! Oh, wie gut! Der liegt jetzt da drin. Die Gegner haben Verstärkung angefordert. Ja, gut. Das Ding ist, ich weiß jetzt nicht, ob das als Kill gezählt hat. Ich habe jetzt nämlich nicht so drauf geschaut. Ich habe auch nicht geguckt. Ich achte nicht auf diese Punkte. Aber normalerweise ist das Runterschmeißen leider nur ein Knockout. Naja, also er sollte da nicht überleben, überhaupt nicht. Ja, ich weiß aber nicht, wie das Spiel das dann macht. Ob das Spiel das dann so zählt oder eben nicht. Du darfst keine persönlichen Geräte hierher bringen. Mach ich nicht, ist ein Arbeitsgerät. Man darf nichts Privates auf einem Arbeitsgerät erledigen. Wenn ich aber weder meinen noch den Arbeitscomputer verwenden darf und es hier kein verdammtes WLAN gibt, weil wir im gottverdammten Dschungel sind, was soll ich dann tun? Anscheinend gibt es zwei Wege. Den Steinbrecher hoch oder durch die Tür. Mann, du bist ein Arschloch. Ja, aber ich bin das Arschloch, das der Boss mag. Haben die jetzt eine andere Konversation gehabt? Anscheinend. Warte. Da wird zumindest nichts gesagt von in den Steinbrecher werfen. Willst du nochmal hoch? Ich weiß nicht, irgendwie fand ich, da waren da viel zu viele Gegner. Na gut, ich kümmere mich um die alle alleine. Gut, das Gerät, durch das du dich bewegst, zertrümmert das Erz auf der Mine. Pass auf, dass es dich nicht erwischt. Was mache ich dann hier? Der Mineneingang liegt genau auf der anderen Seite davon. Naja, es sind vier hier oben, was halt natürlich schon ein bisschen doof ist, aber... Ja, okay, das ist mein Fehler. Sorry. Hä? Warte mal, die rennen ja zu dir. Dann war es doch nicht mein Fehler. Ja, weil ich zuerst entdeckt wurde. Ja, ich hab einmal daneben geschossen und habe ich ihn aber auch noch erwischt. Leute, ich hasse sie einfach. Ja, oben sind drei normale und dann mit dem Helm, den du runtergeschleudert hast. Also wenn wir die drei normalen halt... Du hast mich halt nicht vorgewarnt und ich habe natürlich auch nicht gewusst, dass man dich sieht dann. Also wenn du den nochmal runterschleuderst, ich kill die anderen drei. Dann ist das easy. Sollen wir hier einfach mal... Irgendwie will ich ihn nicht runterschleudern, weil ich vermute, dass es Stealth ist. Was hast du gerade gemacht? Der hat mich einfach entdeckt, als ich hier rumstand. Ja, anscheinend warst du wohl doch nicht so stark im Schatten, wie du meintest. Ja, ich habe halt auch nicht reagiert und erstmal in Ruhe den Rum ausgeschaltet. Ich hätte mich da wegbewegen können. Das ist immer so. Was passiert eigentlich, wenn wir gleichzeitig mit einer Sniper auf so einem gepanzerten ballern? Ziel ausgeschaltet. Ist doch egal. Niemand ist reingefallen und gestorben. Das kommt vor? Ja, sogar ständig. Es ist schrecklich. Man hört ihre Knochen knacken. Das ist sogar lauter als die Schreie. Warum wird die Maschine dann... Hast du es auf die zu warten, Mann? Wurde sie schon mal. Der Boss wollte wissen, warum die Produktion angehalten wurde. Als sie es ihm sagten, hat er den Typen, der den Brecher ausgeschaltet hat, selbst in den Brecher geworfen. Ich verstehe. Erinnere mich daran, das Ding zu meiden. Und du mich. Okay. Ah ja. Geh da mal mit dir. Wege. Den Steinbrecher hoch oder durch die Tür. Bist du drin? Bestätigt. Gut, das Gerät, durch das du dich bewegst, zertrümmert das Erz auf der Mine. Pass auf, dass es... sag mal, ist hier unten nur der Fettsack? Der Eingang liegt genau auf der anderen Seite davon. Ich sehe mit F keinen weiteren. Gut zu wissen. Oh shit, Kamera. Au. Ja. Wo bewegt die sich hin? Oh. Okay, ja, genau zu dir. Ich glaube, sie haben gemerkt, dass die Kamera ausgeschalten wurde. Oh. Leute laufen hin und her. Nein, warum schießt er denn instant? Was ist das denn für einer? Wieso? Dass die runterkommen ist neu. Das haben die ja bisher noch nie gemacht. Also wahrscheinlich, weil ich die Kamera ausgeschalten habe.
Ja, aber das haben sie auf der anderen Map auch noch nicht gemacht, dass die sich dann so schnell bewegen. Das hat mich also etwas irritiert. Naja, das passiert halt auf dieser Map. Ziel ist neutralisiert. Was ist das, auf die zu warten? Hast du einen Ausschalten? Wenn ich aber weder meinen noch den Arbeitscomputer verwende. Da ist er! Tschüss! Hilf mir mal. Warum machst du das? Oh, wir haben es beinahe geschafft. Wie oft hast du geschossen? Ja, gar nicht. Weil du mich auch immer überrascht mit dem Scheiß. Wieso machst du sowas? Ich hab gesagt, ich will nicht warten. Okay, beweg dich da um die Ecke. Dann schießen wir beide gleichzeitig auf den Helmtypen. Und den anderen kriegen wir dann schon. Feind neutralisiert. Witzig. Warst du schon mal da unten? Zur Hölle nein, da gehe ich nicht runter. Der Helmtyp steht dieses Mal zu weit weg für mich. Das ist dumm, ich muss mich umhören. Ist also nichts für dich? Jemand anders soll versuchen, das Ding trocken zu legen. Ich bleib hier oben, wo ich nicht ertrinke und wo die Decke nicht herabstürzen kann. Oh mein Gott. Okay, gut. Das passt. Müssen nicht warten, freut mich. Anscheinend gibt es zwei Wege. Irgendwie habe ich jetzt dreimal auf den Typen schießen müssen. Das hat mich ein bisschen irritiert. Ach, du gehst wieder nach oben. Bestätigt. Gut, das Gerät, durch das du dich bewegst, zertrümmert das Erz aus der Mine. Pass auf, dass es dich natürlich nicht den Fetten alleine. Der Mineneingang hast du doch vorhin auch. Seite davon. Du hast da drin eine bessere Deckung als draußen. Gut zu wissen. Nicht runterhüpfen, bitte. Todo tranquilo. So, na also. Scheiße. Pass ja auf. Sie ist neutralisiert. Gesichert. 5 gegnerische Einheiten. Ich kann sie runterlocken, wenn du willst. Hier oben ist keiner mehr. Der Helmtyp wurde zum Glück gewarnhittet. Ich sehe da unten jemanden. Anscheinend kommt keiner. Also es gibt noch Leute. Ich sehe zwei. Die habe ich dir markiert. Okay, da kommt einer. Dann ist da unten noch ein Laptop, zu dem ich aber gar nicht muss. Wo ist er denn? Achso, okay. Erwischst du den? Ich ziel vorsichtshalber mal auf ihn. Oh, der andere ist draußen. Würde ich jetzt noch nicht erschießen, nicht, dass da noch andere sind, die den sehen. Ich frage mich, was mit dem Laptop ist, aber... Ja, machen wir brauchen den. Mit. Was machen wir? Hier, den Laptop. Ja, dann den tu das. Ich kann nämlich nichts mit dem machen. Achso, du kannst den nicht benutzen. Nö, ich habe ihn nur auf der Karte rot leuchten sehen und mir gedacht, das heißt ja was. Ich gehe wieder nach oben. Ich dachte, du hast keine Karte. Nein, sorry, nicht Karte. In meinem Sonar. Wow, Laptops müssen ganz schön glücklich sein. Die verlieren hier überall welche. Hab noch einen gefunden. Verstanden. Her damit. Ich kletter von oben raus, weil ich das lustiger finde zu snipen. Kannst du ja unten lang gehen. Ja, natürlich ja gerade. Ich sehe nur den Typen bei dir mit meinem Sonar und da hinten war noch irgendwo ein Sniper. Wo ist denn der jetzt hin? Ah, da. Da unten. Mehr sehe ich tatsächlich nicht. Es sind ja auch nur zwei. Kann ich dieses Förderband langlaufen? Ja. Ja, glaubst du, das sind die letzten auf der... Oh, ach so, deswegen. Okay, sag mir, wenn du denn unter mir anvisieren kannst. Sieht aus, als sei nur noch ein Gegner übrig. Nee, das wird ein Kampfkill werden, wenn ich das mache. Gesichert zu sein. Wie hast du den erwischt? Erschossen? Über einen großen Belüftungsschacht in die Mine ein. Warte, du kennst dich mit Belüftungsschächten aus. Sei bloß vorsichtig, sonst lasse ich dich beim Abseilen los. Hab verstanden. Ich hab dem auf seine Glatzkopf... gezielt und hab dann hier oben dieses Bleirohr, das im Weg ist, erwischt. Ha? Oh, schau mal! Wie, du ich hast, kann hier einfach... Da hast doch einen erschossen und ich hab den anderen erschossen, oder nicht? Ja, aber ich hab auch auf den bei dir geschossen, weil du so lange gewartet hast. Und hab dann bei mir oben die Kugel einschlagen sehen. Ich muss auf Teamkameraden warten, sonst kann ich nicht durchgehen. Ich bin doch da. Oh, cool. Seilen wir uns ab. Die sind hier einfach schon prepared, die Seile, auch nicht schlecht. Wenn nur diese Seile, wie viele Fluchtmöglichkeiten gibt es?
Ich sehe eine. Guck nochmal genauer hin. Diese Mine wurde nicht gebaut, um sicher zu sein, Briggs. Man geht rein, nimmt, was man will und haut ab. Das klingt fast ein bisschen nach uns, was? Gratuliere, Sam, du hast die Ironie erkannt. Er ist ein Drohnenpilot, meine Brille geht nicht. Wieso bist du so schnell? Oh, man kann hüpfen. Danke. Ja. Wieso bist du so langsam? Es hat auf einmal nicht mehr funktioniert, weil ich die Kamera, glaube ich, zu sehr gedreht hat. Ach, da lang, okay. Ich habe gerade gedacht, du könntest es lang. Wir sind noch nicht tief genug. Und dann geht die Tür. Okay. Auch nicht. Begebe mich in den Hauptbereich, Grimm. Es werden eine Menge Wachen dort sein. Die gehen mit den Diamanten kein Risiko ein. Scheiße, ich sehe nichts. Das kotzt mich so an. Der Ort hier kommt mir bekannt vor. Ernsthaft? Ist der im Sinclair vielleicht irgendwie mal gewesen? Dieser Kreis, ja. Da kam ich aber von der anderen Seite. Aber obwohl, nee, das schaut ein bisschen anders aus. Da war nämlich was, was sau tief war, was durch die Web getragen hat. Okay, da hat's gehört. Hier ist ein Schatten. Ah, stört mich jetzt wenig. Vielleicht kann ich ihn ehen. Sehr wahrscheinlich kann ich ihn ehen, ja. Sogar rechtzeitig. Wieder eins zum Einfangen. Okay, gut. Wo schmeißt du ihn jetzt hin? Okay. Man kann durch die Tür? Dann gehe ich auch durch die Tür. Da unten ist einer zum Einfangen. Ich wüsste jetzt gar nicht, wo, aber gut. Ja, ich sehe ihn halt schon. Okay, bleib du da, wo du lang gehst. Ich gehe woanders. Der eine. Du gehst jetzt unterirdisch lang, oder wie? Scheiße. Ich hasse Lichter, die man nicht ausmacht. Wir sind ja nicht schon unterirdisch gewesen oder so. Ja, du bist jetzt noch weiter unten. Es könnte jetzt sein, dass ich gleich gesehen werde. Ist nicht zufällig der Drohnenpilot, nein. Ziel ausgeschaltet. Wo bewegst du dich hin, Mann? Oh mein... Scheiße. Okay, Hart sieht mich nicht. Ich dachte, ich kam dazwischen durch. Oh, ist das doch der Drohnenpilot? Was machst du denn da am Fußboden? Okay, ich hab ihn. Ja! Nicht der Drohnenpilot, aber egal. Ich fixiere ihn dann mal hier. Wenn du einen Drohnenpiloten findest, sagst du mir. Mein F geht immer noch nicht. Oh, ich sehe ja sogar, von wo das Störsignal kommt. Ja, du hast eine gesuchte Person ausgeschaltet, hat das Spiel gerade gesagt. Ja. Ja, richtig. Ich habe ihn hier fixiert. Halten, um Körper aufzuheben. Er ist ein harten X, ich kann nicht auf ihn schießen. Du meinst mit Ausschalten das falsche Ausschalten. Also er lebt schon noch, keine Sorge. Okay, dann ist ja alles gut. So klang das halt einfach gerade irgendwie nicht. Ja, kann schon sein. Ich habe zwei Helmtypen hier bei mir, das nervt mich. Das heißt vier Gegner, von denen wir nicht wissen, wo die sind. Ich orte fünf lebende Gegner. Okay, fünf. Ich habe nichts gesagt. Oh mein... Warum? Was? Oh. Es hat noch geklappt. Er hatte zwar einen Helm, aber solange er keine Mordsrüstung hat, kann man trotzdem noch. Weh, wenn du die Leiche siehst. Nichts tun. Sagen könnte ich ihn natürlich. Wo ist der Gegner, der unten war? Scheiße. Feind neutralisiert. Okay, meine Steuerung hat auch gereicht, um den zu töten. Gibt's nicht. Es leben drei Gegner und der meine Sicht stört, ist einer. Das kostet mich.
Also ich glaube, bei mir ist sonst keiner mehr. Also hier in der Ecke bin ich natürlich. Ich gehe da mal in die Richtung, wo ich dann vermutlich auch wieder zu dir komme. Bisschen. Da ist ein Datenpaket. Siehst du das auch? Ich weiß nicht genau, wo. Oh, scheiße. Das war gerade knapp, kam genau im falschen Moment runter. Da ist dieses Civilians-Fahrzeug. Ich kann es ausschalten mit einem. Im Abschnitt ist noch ein Hast du gesagt? Ja, mit einem Schuss kannst du es deaktivieren. Warte, ich kann auch den Typen ausschalten. Sekunde. Da hinten ist ein Datenpaket. Ja, direkt bei dem Typen. Gesichert. Bestätigt. Alles gesichert. Ich sag den Behörden Bescheid, dass sie rein können. Kannst du das Datenpaket schnell nehmen? Ich hab's, glaube ich, oder? Datengefangen steht oben. Erfolg freigeschaltet, Jäger. Okay, cool. Vielleicht war das die letzte Panther-Medaille, wer weiß. Ich glaube schon. Das war eine Probemission, die dem Account gefehlt hat. Witzig. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass wenn ich den töte, dass ich ja dann... Das Problem ist, der saß halt in dem gleichen Raum. Ich hätte es gar nicht andersrum machen können. Na gut, hat ja noch gereicht, die Zeit. Das wäre sonst echt doof. Ja, wie sieht's aus? Ja. Brauchst du ein bisschen Vorbereitungszeit? Vorbereitung? Ja, änderst du noch was vor dem nächsten Level oder gehen wir ins nächste Level? Das mache ich doch immer. Na gut, also mach das noch in diesem Part. Okay, von mir aus. Oder zwischen den Parts. Also wenn du es nicht aufnehmen willst, wäre es mir am liebsten. Aber ansonsten ist am Ende des Parts, glaube ich, besser als am Anfang des Parts erstmal nichts zu sehen. Dann würde tödliche Küste als nächstes kommen. Okay, klingt gut. Sehr schön. Stelle ich alles auf Marine ein. Ich glaube, ich bin schon auf Marine. Man erkennt es bei meiner Rüstung einfach null. Ich will gar keine andere anziehen, weil die anderen alle so schlecht sind. Warte mal, habe ich. Ich muss jetzt eigentlich nur das da umstellen. Naja, gut, dann machen wir das so. Gut, bewerten nicht vergessen und ciao. Tschüss.